Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Jeanette und ich freue mich ganz riesig, dass ihr mich wieder eingeschaltet habt. Heute heißt es 20. Oldtimer-Treffen in Zeitz und ich werde euch wieder Fahrzeuge vorstellen und den Start der Ausfahrt präsentieren. Dazu wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Die Kombiversion des Moskvitsch 412 hatte die chronologische Typbezeichnung Moskvitsch 427. Dieses Fahrzeug wurde von 1967 bis 1975 produziert. Ausgestattet war dieser Wagen mit einem vierzylinderreihen Viertaktmotor, welcher einen Hubraum von 1479 Kubikzentimetern hatte und eine Leistung von 75 PS. Damit war das Fahrzeug 130 km/h schnell. Und daneben steht gleich der Moskvitsch 2140, ebenso ausgestattet mit einem 1,5 Liter Ottomotor mit einer Leistung von 75 PS. Hergestellt wurde dieses Fahrzeug von 1975 bis 1988. Hier geht keiner mehr hin, die Gase. Ja, da müssen Sie bleiben. Das haben die unterschrieben, das hat der bitte gekriegt. Trotz der Hitze. Ja. Trotz der Hitze. Ja, okay. Von 1955 bis 1959 wurde der AWZ P70 hergestellt. Dieses Fahrzeug entspricht technisch gesehen im Wesentlichen dem des IVF 8s. Der Motor hat einen Hubraum von 690 Kubikzentimetern. Die Leistung wurde um 2 PS auf 22 PS angehoben. Damit war das Fahrzeug 85 km/h schnell gewesen. Der Kofferraum war normalerweise nur von innen zugänglich. Das hat man hier nachträglich geändert. Von 1949 bis 1955 hatte man den IVF 8 hergestellt. Dieses Fahrzeug war weitgehend identisch gewesen mit dem Vorkriegs-DKWF 8. Ausgestattet war dieser Wagen mit einem Zweizylinder-Zweitakt-Ottomotor, welcher einen Hubraum von 690 Kubikzentimetern hat und eine Leistung von 20 PS. Immer sehr schön, einen Kombiwagen zu sehen, denn der Rahmen ging bis zur Hinterachse und der Rest war eine Holzkonstruktion und dadurch brach natürlich sehr früh bei diesem hart beanspruchten Fahrzeug das Heck ab. Das Škoda 110 RKB war seinerzeit von 1970 bis 1981 das einzige Coupé, welches im Ostblock produziert wurde. Das B70 Coupé oder das Wartburg Coupé gab es ja viel früher und das Dacia Coupé, das kam natürlich etwas später und wurde ja auch nicht in die DDR eingeführt. Ausgestattet war dieses Fahrzeug mit einem wassergekühlten vierzylinderreihen Ottomotor, welcher im Heck verbaut war, einen Hubraum von 1107 Kubikzentimetern hatte, eine Leistung von 52 PS und damit war das Fahrzeug 140 km/h schnell. Insgesamt konnten nur 281 Exemplare dieses Typs in der DDR verteilt werden. Hier sehen wir einen Škoda S120S Rally, wie er von 1972 bis 1974 in einer Kleinserie von 100 Fahrzeugen produziert wurde. Dieses Fahrzeug konnte nicht einfach so erworben werden, sondern es wurde hauptsächlich der Werksmannschaft zur Verfügung gestellt oder an ausgewählte Rallye-Teams verkauft. Bei diesem Fahrzeug handelt es sich um kein Original, sondern um einen Umbau. Man hat also einen Škoda S100 umgebaut und ich würde mal sagen, mit viel, viel Liebe zum Detail.
Speziell dieses Fahrzeug ist ausgestattet mit einem wassergekühlten Vierzylinderreihen Ottomotor, welcher natürlich im Heck verbaut ist, einen Hubraum von 1289 Kubikzentimetern hat und eine Leistung von ca. 100 PS. Je nach Modifizierung brachte es natürlich das mit zwei Doppelvergasern ausgestattete Fahrzeug bis auf 150 PS. Damit wurde das 800 Kilo leichte Fahrzeug von 0 auf 100 in 10 Sekunden beschleunigt und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. An der Front sehen wir die großzügigen Kühllufteinlassschlitze, innen dieses große Luftleitblech, denn der Kühler ist hier vorn verbaut wegen der besseren Kühlung. Der S100 hatte ja den Kühler mit dem Motorraum auf der linken Seite. Ja, wenn man sich das Fahrzeug mal von der Seite anschaut, dann wirkt es eigentlich wenig modifiziert, fast noch serienmäßig. Und der Innenraum natürlich sehr spartanisch, aber ordnungsgemäß aufgeräumt. Der von 1979 bis 2012 produzierte Lada 2105 ist immer wieder ein Hingucker. Ausgestattet ist dieses Fahrzeug mit einem Viertakt-Reihen Vierzylinder Ottomotor, welcher einen Hubraum von 1294 Kubikzentimetern hat und 60 PS leistet. Damit ist das Fahrzeug 145 km/h schnell. Den prägnanten Ledergeruch im Innenraum fand ich damals sehr angenehm und diesen habe ich heute noch in der Nase. Manchmal tut man sich ja schwer, beim Trabant das Baujahr zu schätzen. Hier scheint es vielleicht sehr einfach zu sein, denn dieses Fahrzeug hat die rundrunden Stoßstangen verbaut, also nicht die spitzrunden und auch nicht die viereckigen. Und diese wurden nur von 79 bis 80 verbaut, also ungefähr im Zeitraum von einem Jahr. Und damit kann man natürlich das Baujahr ziemlich genau zuordnen. Das Cockpit passt ja letztendlich auch dazu. Ansonsten, die technischen Daten sind ja klar. Zweizylinder, Zweitaktmotor mit 600 Kubikzentimeter Hubraum, einer Leistung von 26 PS und 100 km/h schnell ist dieses Fahrzeug. Ja, nicht ganz original, aber wunderschön. Von 1952 bis 1964 wurde im Kraftfahrzeugwerk Ernstgrube Werdau der IFA G5 hergestellt. Das G steht dabei für Gelände und die 5 steht für die Nutzlast, also 5 Tonnen. Im Wesentlichen wurde dieser Doppelachser für das Militär konzipiert, aber dieses Fahrzeug fand auch in zivilen Bereichen Einsatz mit unterschiedlichen Ausführungen und Aufbauten, zum Beispiel als Muldenkipper, als Kran, als Werkstattkoffer, sogar als Pritsche mit Plane, als Tankfahrzeug, als Wasserwerfer bei der Polizei beispielsweise, oder es gab natürlich auch von diesem Typ verschiedene Feuerwehrfahrzeuge. Ausgestattet war dieser LKW mit dem 6-Zylinder-Dieselmotor, welcher bereits aus dem IFA H6 bekannt ist, mit einem Hubraum von 9036 Kubikzentimetern und einer Leistung von 120 PS. Und hier sehen wir einen W50LA DLF, also Tanklöschfahrzeug 16, welches ausgestattet ist mit einem 4-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor, welcher 125 PS leistet. Die Löschwassermenge wird mit 2000 Litern angegeben und die Menge der Schaummittel wird mit 500 Litern angegeben. Von 1966 bis 1989
wurde der Wartburg 353 im Automobilwerk Eisenach hergestellt. Dieses Fahrzeug ist ausgestattet mit einem Zweitakt-Dreizylinder-Ottomotor, welcher einen Hubraum von 1000 Kubikzentimetern hat und eine Leistung von 50 PS. Im Innenraum wirkt das Fahrzeug sehr aufgeräumt, ist mit dem Notwendigsten ausgestattet und war immer sehr zuverlässig gewesen. Von 1958 bis 1962 wurde der Trabant B50 hergestellt. Ausgestattet war dieses Fahrzeug mit einem Zweizylinder-Zweitakt-Ottomotor, welcher einen Hubraum von 500 Kubikzentimetern hatte und eine Leistung anfangs von 18 PS und dann später wurde die Leistung auf 20 PS angehoben. Im Wesentlichen erkennt man den B50 am alten Armaturenbrett, an den alten Haubenscharnieren und am fehlenden Schriftzug 600. Sieht man wohl auch nicht alle Tage ein umgebauter Trabant der Freiwilligen Feuerwehr in Treusig als Leiterwagen und Schlauchwagen, also für kleine und schnelle Einsätze, bestens geeignet. Von 1972 bis 2003 wurde der UAZ 469 gebaut. Zum Einsatz kamen unterschiedliche Otto- und Dieselmotoren. Der eigentliche UAZ 469B von vor 1985 war ausgestattet mit einem Vierzylinder-Viertakt-Ottomotor, welcher einen Hubraum von 2445 Kubikzentimetern hatte und eine Leistung von 75 PS. Leider gibt es heute so gut wie keine Fahrtszenen auf dem Platz direkt, denn die Moderation und die Musik ist so laut, dass man ohnehin keinen Motor hören würde. Hier sehen wir einen Wartburg 353 als Rallye-Fahrzeug. Speziell zu diesem Fahrzeug ist mir leider nichts bekannt, aber natürlich gingen diese Fahrzeuge damals nicht mit 50 PS an den Start. Die wurden schon ordentlich modifiziert. Mir sind auch Gruppe B-Fahrzeuge bekannt, welche einen Hubraum von 1147 Kubikzentimetern hatten und 105 PS, natürlich mit Zweitaktmotor. Aber da ging natürlich dann schon ordentlich was zur Sache. Den eigentlichen UAZ 452 hat man von 1965 bis 1985 gebaut. Allerdings gibt es heute noch den Puranga, der äußerlich genauso aussieht und der wird natürlich immer noch gebaut. Ausgestattet war dieses Fahrzeug mit einem Vierzylinder-Ottomotor, welcher einen Hubraum von 2400 Kubikzentimetern hatte und eine Leistung von 75 PS. Wir haben hier einen Parkas P1000-1, welcher nur von 1990 bis 1991 produziert wurde, denn dieses Fahrzeug ist schon ausgestattet mit dem Vierzylinder-Viertakt-Ottomotor, welcher einen Hubraum von 1300 Kubikzentimetern hat und 60 PS leistet. Insgesamt hat man von diesem Typ noch 1455 Einheiten hergestellt, welche zum Stückpreis von 16.000 bis 20.000 D-Mark verkauft werden sollten. Dafür gab es natürlich nach der Wende keinen Markt mehr. Dieses Fahrzeug speziell war ein ehemaliges Kleinlöschfahrzeug gewesen der Feuerwehr und wurde jetzt entsprechend restauriert und umgebaut. Ja.
Heutzutage wohl eher selten anzutreffen, der VW Derby LS. Auf dem Schild steht die 78, das könnte durchaus das Baujahr sein, denn das hier ist die erste Generation und diese wurde von 1977 bis 1981 hergestellt. Ausgestattet war dieses Fahrzeug mit verschiedenen Ottomotoren, mit Hubräumen zwischen 900 Kubikzentimetern und 1300 Kubikzentimetern. Die Leistungen lagen zwischen 39 PS und 58 PS. Das Interieur schlicht und einfach, sauber aufgeräumt, alles übersichtlich angeordnet. Ich würde mal sagen, der Polo mit Heck war ein ganz solides Fahrzeug gewesen. Von 1965 bis 1967 wurde sozusagen als Übergangsfahrzeug der Wartburg 312 hergestellt. Dieses Fahrzeug war ausgestattet mit einem Dreizylinder Zweitakt Ottomotor, welcher einen Hubraum von 1000 Kubikzentimetern hatte und eine Leistung von 45 PS. Auch wenn die Rahmenbauweise nicht mehr zeitgemäß war, gerade in Anbetracht des neuen Modells Wartburg 353, so kam dieses Fahrzeug doch mit einigen Neuerungen daher. Genannt sei natürlich der Einsatz von Schraubfedern, die natürlich wesentlich weicher waren. Das Fahrwerk ist insgesamt nicht mehr so wartungsintensiv. Man hat also auch weniger Schmiernibbeln verbaut. Und am auffälligsten sind natürlich die kleineren 13 Zoll Räder. Dacia 1310. Das sollte man eigentlich meinen, ich kenne mich mit diesem Fahrzeug aus, aber genau dieser Wagen gab mir einige Rätsel auf. Die eckigen kleinen Luftschlitze in den C-Säulen gab es nur beim Modell 1310, 1985, 1984 gab es noch die länglichen. Diese Seitenleuchten einmal vorn und auch einmal hinten gab es natürlich erst beim Modell 1310 DX ab Baujahr 1986. Als habe ich mir die Front angeschaut und da habe ich gesehen, dass unter den Scheinwerfern noch diese Einstanzungen sind von diesem Softface, denn der hatte ja die anderen Blenden vorn dran und da habe ich mir gesagt, alles klar, das ist ein Umbau. An den Sitzen könnte man es auch erkennen, aber hier sind Sitzbezüge drauf. Auf der linken Seite hat man den Scheibenwischer in der Wahlschalter und hier das Kombi-Instrument für Öldruck und Wassertemperatur. Das hatte der 1310er auch nicht gehabt. Dieses Orange gab's, aber damit wurde das Fahrzeug eigentlich nicht in die DDR eingeführt. Ja, und die Felgen, die stammen natürlich auch vom 1310 DX. Für mich hat eigentlich festgestanden, das ist ein Umbau, denn es ist eigentlich nichts anderes als die verchromten Stoßfänger, das Frontgrill und die Heckblende. Hier sieht man ja auch den Bremskraftverstärker, den hatte ja der 1310er auch nicht gehabt, sondern erst der DX. Der Besitzer konnte dann aufklären und hat gesagt, das ist ein Genex-Fahrzeug, das kam genau so und auch in dieser Farbe. Also ich war einfach nur verblüfft gewesen, muss ich sagen. Und ja, es gab ja auch noch den Dacia 1310P. Der wurde in Polen gebaut. Das wissen die meisten gar nicht, aber das ist ein rumänischer.
Hierher. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte den Daumen oben, abonniert gerne meinen Kanal, es kostet euch nichts und ihr verpasst keins meiner nächsten Videos. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.